Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 22. Dezember. Heute haben wir dabei Samsung DAB+, Trema, iPhone 12 Pro und Peloton. Beginnen tun wir mit Samsung bzw. mit Samsung TV+. Das ist ein TV-Dienst von Samsung, der auf Samsung Smart TVs vorinstalliert ist. Ich kannte ihn noch gar nicht. Mein Samsung ist wahrscheinlich zu alt dafür. Und der bringt halt zahlreiche Inhalte kostenlos auf den Bildschirm. Was auch immer. Ich weiß nicht, ob man das wirklich brauchte. Aber die expandiert jetzt auf jeden Fall weltweit. Gestartet sind die 2015 und haben angeblich laut Samsung mittlerweile 15 Millionen aktive Nutzer. Und die Gesamtmarktpräsenz hat sich jetzt mit der jüngsten Erweiterung auf 12 erhöht. Da ist jetzt Australien und Brasilien noch hinzugekommen. Und bisher gab es USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Österreich, die Schweiz und Korea. Ja, und es soll wohl noch weitergehen in 2021. Da soll noch Mexiko, Indien, Schweden und ein paar andere europäische Länder hinzukommen. Dufte Nachricht, ihr wisst Bescheid. Nächste Nachricht. Seit gestern gilt die EU-Vorgabe, dass bei Neuwagen in Deutschland dann logischerweise auch, und Österreich würde ich dann auch von ausgehen, DAB Plus installiert sein muss in den Radios, die in den Neuwagen drin sind. Also, irre Sache. Ich benutze seit 20, 30 Jahren kein Autoradio, also Radio. Ich habe auch lange Zeit versucht, eins zu kriegen, wo kein Radio drin ist. Gibt es leider anscheinend nicht. Ja, aber auf jeden Fall für Neuwagen gibt es auf jeden Fall eine Pflicht. Stationäre Radiogeräte mit Display brauchen Digitalradio. Das hatte Ende 2019 der Bundesrat beschlossen. Und ja, das ist dann seit gestern in Kraft getreten. Trema, der ja besonders sichere Messenger aus der Schweiz, wenn ich mich nicht irre, der ist jetzt ab sofort auch Open Source, also quellenoffen. Das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt und auch Ahnung, dann könnt ihr euch den Quellcode angucken und gucken, wie Trema so aufgebaut ist. Ja, und dementsprechend mit diesem Schritt feiert Trema halt auch nochmal ihre Offenheit und senkt den Preis für den Messenger um 50%. Also kostet er knapp 2 Euro für iOS und Android. Wenn ihr den haben wollt, könnt ihr euch den dann jetzt nochmal günstiger gönnen. Wenn ihr ein iPhone Pro, also 12 Pro oder auch 12 Pro Max habt, dann könnt ihr euch jetzt auch auf iOS 14.3 freuen, was es jetzt gibt. Denn damit könnt ihr jetzt die Pro RAW Fotografie aktivieren. Also Pro RAW, das Apple-eigene RAW-Format für Fotos, ist jetzt dabei. Es ist nicht automatisch aktiviert. Ihr müsst in Einstellungen Kamera-Formate gehen. Da könnt ihr es aktivieren und dann könnt ihr das halt beim Fotoschießen zusätzlich auswählen, dass ihr in Pro RAW aufnimmt und gegenüber so klassischen RAW Bildern, also wie oft sage ich jetzt eigentlich noch RAW, bringt Pro RAW von Apple noch entsprechend Apples Bildbearbeitung mit separat, sprich in der Nachbearbeitung in Lightroom und Co. ist nicht mehr so viel zu tun. Und letztes Thema für heute, Peloton, das wisst ihr ja oder eventuell der ein oder andere Zuhörer, dass ich seit dem Frühjahr auch begeisterter Peloton-Nutzer bin. Das ist das Fitness-Spinning-Rad mit einem digitalen Dienst drumherum gebaut, wo man auch noch ganz viele andere Sportarten hat. Riesenfan. Und die haben also auch einen riesen Boom durch die Pandemie und jetzt durch den zweiten Lockdown. Wenn man einen Bike Plus haben will, wartet man jetzt, glaube ich, 3 Monate aktuell. Und dementsprechend läuft es gut bei denen. Und jetzt planen sie die Übernahme von Precor. Precor ist ein Hersteller von Fitness-Equipment für Fitnessstudios. Und das Ganze soll wohl 420 Millionen Dollar dann kosten. Ursprünglich hatte der Besitzer da von Precor 500 Millionen haben wollen. Aber da es bei Precor natürlich aufgrund der Lage der Fitnessstudios, die wohl überall fast zu haben, nicht so gut lief, konnte Peloton jetzt einen guten Deal raushandeln und das Interessante dabei ist, Precor
hat zum Beispiel eigene Fertigungsstätten in Amerika. Sprich, damit könnte Patton eventuell auch seine eigenen Fertigungs-, in Anführungsstrichen, Probleme, weil sie nicht mehr hinterherkommen, auch noch adressieren. Plus, sie haben später auch nochmal ein Standbein, wenn die Fitnessstudios wieder aufmachen, mit einer Marke in den Fitnessstudios. Finde ich auf jeden Fall einen richtig guten Weg. Ist die größte, oder wäre dann die größte Übernahme, wenn es durchgeht, die Patton je gemacht hat. Und ja, das war's dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen großartigen Dienstag. Größtenteils habt ihr hoffentlich frei und müsst nicht zur Arbeit oder zur Schule. Schule ist, glaube ich, eh vorbei. Aber je nach Land, Bundesland oder Kanton oder was auch immer, eventuell auch nicht. Nichtsdestotrotz bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.